Ein Saal war immer prächtiger als der andere. Ja, man konnte wohl verdutzt werden. Nun waren sie im Schlafgemach. Die Decke glich einer großen Palme mit Blättern von kostbarem Glas, und mitten auf dem Fußboden hingen an einem dicken Stängel zwei Betten, ganz von Gold, jedes sah aus wie eine Lilie. Die eine war weiß, in der lag die Prinzessin, die andere war rot, und in dieser sollte Gerda den kleinen Kai suchen. Sie bog eins der roten Blätter zur Seite, da sah sie einen braunen Nacken. Oh, das war Kai. Sie rief laut seinen Namen, hielt die Lampe über ihn. Die Träume sausten zu Pferde wieder in die Stube hinein. Er erwachte, drehte den Kopf und es war nicht ihr kleiner Kai. Der Prinz glich ihm nur im Nacken, aber jung und hübsch war er auch. Und aus dem weißen Lilienblatt blinzelte die Prinzessin hervor und fragte, wer da wäre. Da weinte die kleine Gerda und erzählte ihre ganze Geschichte und alles, was die Krähen für sie getan hatten. »Du armes Kind«, sagten da der Prinz und die Prinzessin, und sie lobten die Krähen und sagten, dass sie nicht böse auf sie seien, aber sie sollten es ja nicht öfter tun. Im Übrigen sollten sie eine Belohnung erhalten. »Wollt ihr frei sein?«, fragte die Prinzessin. »Oder wollt ihr feste Anstellung als Hofkrähen haben, mit allem, was in der Küche abfällt?« Und die beiden Krähen verneigten sich und baten um feste Anstellung, denn sie dachten an ihr Alter und sagten, »Es wäre schön, etwas für die alten Tage zu haben.« So nannten sie es. Und der Prinz stand aus seinem Bett auf und ließ Gerda darin schlafen. Mehr konnte er nicht für sie tun. Sie faltete ihre kleinen Hände und dachte, wie gut doch die Menschen sind und die Tiere. Und dann schloss sie die Augen und schlief sanft. Alle Träume kamen wieder hereingeflogen und jetzt zogen sie einen kleinen Schlitten, auf dem Kai saß, und nickte. Aber es war nur ein Traum und deshalb war er auch wieder fort, als Gerda erwachte. Am folgenden Tag wurde sie von Kopf bis Fuß in Seide und Samt gekleidet. Es wurde ihr angeboten, auf dem Schloss zu bleiben und gute Tage zu genießen. Aber sie bat nur um einen kleinen Wagen mit einem Pferd und um ein paar Stiefelchen. Dann wollte sie wieder in die weite Welt hinausfahren und Kai suchen. Und sie erhielt wohl Stiefelchen, als auch einen Muff. Sie wurde niedlich gekleidet. Als sie fort wollte, hielt vor der Tür eine neue Kutsche aus reinem Gold mit Wappen des Prinzen und der Prinzessin, das wie ein Stern glänzte. Kutscher, Diener und Vorreiter, denn es waren auch Vorreiter da, saß mit Goldkrone auf dem Kopf zu Pferde. Der Prinz und die Prinzessin halfen Gerda in den Wagen und wünschten ihr alles Gute. Die Waldkrähe, die nun verheiratet war, begleitete Gerda die ersten 3 Meilen. Sie saß ihr zur Seite, denn sie konnte es nicht vertragen, rückwärts zu fahren. Die andere Krähe stand vor der Tür und schlug mit den Flügeln. Sie kam nicht mit, denn sie litt an Kopfschmerzen, seitdem sie eine feste Anstellung und viel zu essen bekommen hatte. Inwendig war die Kutsche mit Zuckerbrezeln ausgeschlagen und im Sitz waren Früchte und Pfeffernüsse. »Leb wohl, lebe wohl!« riefen der Prinz und die Prinzessin, und die kleine Gerda weinte. Und die Krähe weinte auch. So ging es die ersten 3 Meilen, da sagte auch die Krähe lebewohl, und das war der schwerste Abschied. Sie flog auf einen Baum und schlug mit ihren schwarzen Flügeln, solange sie den Wagen, der wie der helle Sonnenschein glänzte, erblicken konnte. Das kleine Räubermädchen. Sie fuhren durch einen dunklen Wald, aber die Kutsche leuchtete wie eine Fackel. Das stach den Räubern in die Augen, das konnten sie nicht vertragen. »Das ist Gold, das ist Gold!« riefen sie und stürzten hervor, ergriffen die Pferde, schlugen die kleinen Vorreiter, den Kutscher und die Diener tot,
zogen dann die kleine Gerda aus dem Wagen und sagten: »Hey, sie ist fett, sie ist niedlich, sie ist mit Nusskernen gefüttert.« Das alte Räuberweib, das einen langen, struppigen Bart und Augenbrauen hatte, die über die Augen herabhingen, sagte: »Sie ist so gut wie ein kleines, fettes Lamm. Sie soll uns schmecken.« Und dann zog sie ihr blankes Messer heraus, das glänzte, dass es grässlich war. »Au!« sagte das Weib zur gleichen Zeit. Sie wurde von der eigenen Tochter, die auf ihrem Rücken hing, gar wild und unartig, dass es eine Lust war, ins Ohr gebissen. »Hässliches Balg!« rief die Mutter und hatte keine Zeit, Gerda zu schlachten. »Sie soll mit mir spielen«, sagte das kleine Räubermädchen. »Sie soll mir ihren Muff und ihr hübsches Kleid geben und in meinem Bett schlafen.« Und dann biss sie wieder. Das Räuberweib sprang in die Höhe und drehte sich dreimal um sich selbst. Alle Räuber lachten und sagten: »Sieh, wie sie mit ihrem Kalbe tanzt.